Apps auf iOS-Geräten können ausgeblendet und erneut heruntergeladen werden. Wir zeigen dir, wie das geht. Öffne die App Store-App und tippe dann am unteren Bildschirmrand auf Heute. Tippe auf die Silhouette oder dein Foto in der oberen rechten Ecke und wähle Käufe. Suche die App, die du ausblenden möchtest, wische auf ihr nach links und tippe auf Ausblenden. Achtung! Abos werden durch das Ausblenden einer App nicht gekündigt. Wenn du die App wieder einblenden möchtest, geht das ganz ähnlich. Tippe oben rechts auf die Silhouette oder dein Foto und anschließend auf deine Apple ID. Navigiere zum Abschnitt iTunes in der Cloud und tippe auf Ausgeblendete gekaufte Artikel. Suche nach der App, die du einblenden möchtest und tippe anschließend auf das Download-Symbol. Nun wird die App wieder auf dem Gerät installiert. Abonniere den O2-Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst. Und den Klick auf die Glocke nicht vergessen.